So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Aufnahmesession und zu einer damit neuen Folge von The Long Dark. Wir sind in der dritten Staffel und aktuell läuft unser Projekt Überleben 30 Tage. Wir haben davon erstmal gerade einen Tag und 22 Stunden, also knapp 2 Tage geschafft. Und ja, wir schauen jetzt mal, ich muss mich jetzt einmal, wir schauen jetzt mal, was wir so reißen können in dieser Session. Ich glaube, der Stand der Dinge war, dass wir Gott sei Dank ganz am Anfang schon eine Knarre gefunden haben, was halt richtig, richtig geil ist. Dass wir halt den See komplett abgegrast haben und ich glaube, am Güterwaggon waren wir auch schon. Und ja, uns geht es jetzt eigentlich ganz gut. Wir sind halt nur ein bisschen erschöpft. Aber ich weiß nicht, haben wir schon mal sowas wie Kaffee gefunden? Ich glaube nicht, ne? Nee, das sieht jetzt nicht so aus. Ich glaube, Kaffee hatten wir für Wahr noch nicht gefunden. Das wäre natürlich cool, weil damit können wir der Erschöpfung entgegenwirken. Schade. Es ist aber, glaube ich, noch früh am Tag, 11:42 Uhr. Vielleicht machen wir doch noch eine kleine Expedition. Da liegt noch was drauf, aber das müssen wir jetzt erstmal nicht nehmen. Ja. Ich guck mal ganz kurz, was wir dabei haben. Das weiß ich leider nicht mehr. So genau. Oha. Einiges. Ich glaube, wir brauchen jetzt mal langsam so ein bisschen Sortierung, was wir wohin legen. Ich guck mal ganz kurz an Klamotten. Da tragen wir fast alles, was wir dabei haben, tragen wir auch. Ich glaube, wir schmeißen mal die Klamotten hier oben hin. Das sieht mehr aus wie ein Nachttisch, das sieht mehr aus wie eine Sockenschublade, aber gut. Da können wir jetzt mal alles Materialien im Leder reinhauen. Alles umlagern. Außer, ich habe jetzt gar nicht, natürlich nicht geguckt, wie unsere Ausrüstung so aufgestellt ist. Hier ist also 92, 68. Ja, okay, unsere Boots sind zwar nur einfache Stiefel. 68. Ah, es geht aber noch. Alles andere ist echt mega gut im Schuss eigentlich. Reparieren wir das noch? Ich hoffe, wir finden neue Sachen. Kleidung haben wir sonst auch nichts über. Ne, haben wir nicht. Dann Essen und Trinken. Haben wir nur Wasser mit dabei. Das müssen wir uns unbedingt gleich noch was holen. Werkzeuge. Also das lassen wir erstmal hier drin. Sorry, dass diese Folge jetzt mit so ein bisschen Sortierkrams startet. Aber irgendwie wollte ich euch das auch nicht vorenthalten. Sondern einfach mal alles machen mit euch. Oder mit dir. Oder wie auch immer. Also hier haben wir ein bisschen Werkzeugkrams drin. Irgendwie ist das alles durcheinander. Ein Dosenöffner. Wir haben zwei Jagdmesser. Das heißt, das Jagdmesser können wir da noch einschmeißen. Das Nähset nehmen wir mal mit. Schnur. Wir können mal alles nehmen. Gucken, was wir noch so dabei haben. Brecheisen ist natürlich geil. Wo tun wir denn die Innereien rein? Ach, wir schmeißen das auch erstmal hier rein. Das brauchen wir sowieso, um was zu craften. Das müssen wir wahrscheinlich eh hier machen. Gewehrpatronen. Den lassen wir auch mal da drin. Ja, Gewehr, geil, 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 Gewehr. Lampenöl. Das ist auch nicht mehr viel. Lupe wiegt auch nicht viel, wiegt nicht viel. Ja gut, aber viel Krams, der nichts viel, nicht viel wiegt, wiegt ja auch was, ne? Nicht wahr? Wasserverunreinigungstabletten. Die können wir mal hier reinschmeißen. Die brauchen wir nicht, weil wir über 4 Liter dabei haben. Water Purification Tablets. Wahnsinn, Wahnsinn. Schmerzmittel brauchen wir auch keine halbe Tonne mit. Umlagern. Ah, das schippt aber irgendwie überhaupt nicht. So das? Achso, falsch geklickt. Umlagern. Zeitungspapier. Ja, gut. Ich guck mal eben ganz kurz, ob wir ein Feuer machen könnten, theoretisch. Brennstoff haben wir nämlich gar keinen. Da würde ich nämlich hier nochmal etwas mitnehmen, falls wir unterwegs nämlich Feuerchen machen müssen. Und Essen würde ich auch noch ein bisschen was mitnehmen.
zum Beispiel die Kondensmilch und vielleicht noch eine Limo. Und eine Dose Sardinen noch. So, und dann irgendwie noch zumindest ein oder zwei Stücke Holz. So, wir haben ein bisschen viel mit, aber ich beabsichtige eigentlich auch eine etwas längere Expedition. Aber wir sind jetzt schon so erschöpft. Wir machen erstmal eine mittellange Expedition. Ach, ich weiß auch nicht so genau. Ich bin mir noch gerade nicht so schlüssig. Aber er hat auf jeden Fall schon mir die Waffe aus der Hand gelegt. Da bin ich dagegen. Da bin ich dagegen. Können wir einbilden schon wieder. Das ist sofort. Sofort setzt die Paranoia wieder ein. Das ist unglaublich, dieses Spiel, ne? Das ist unglaublich. Super atmosphärisch. Aber teilweise auch echt. Obwohl das halt so hell und schön ist. Echt mega bedrückend. Ich wollte erstmal da hinten, da waren wir nämlich noch gar nicht beim Eingestürzen. Bei der Eingestürzen geschieht. Ich will eigentlich die Rehe nicht schießen, solange wir so wenig Munition haben. Er hat uns schon gesehen. Und ich will auf gar keinen Fall Munition verschwenden. Da muss ich sagen, da knall ich lieber so einen Wolf ab, der. Ist ja natürlich jetzt die perfekte Situation. Na, komm schon. Okay, das soll nicht sein. Nehmen das mal als Zeichen hin. Wie sieht es mit der Wärme aus? Geht sogar. Quasi nur minus 6. Ich muss sagen, so von der Let's Play-Seite aus ist irgendwie so Long Dark immer auf meiner Seite. Die Wölfe sind zwar immer gegen mich, also was das Survival angeht, ist das Spiel gegen mich, aber was das Let's Play angeht, ist es echt auf meiner Seite. Ich habe den wenigsten Ärger damit. Bei allen anderen Spielen. Oh, Kollege. Du bist so tot. Komm her. Kleiner Penner. Du bist sowas von tot. Komm. Für all die Male, die wir gestorben sind. Pass auf. Komm, 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 komm. Boom. So. Ich hoffe, die anderen haben das gehört und gesehen. Es gibt den neuen Chef im Ring. Ihr Penner. So, jetzt schnappen wir uns aber erstmal. Oh, ich höre was. Vielleicht gibt es doch keinen neuen Chef im Ring. Schon irgendwo wieder ein. Ich habe doch schon wieder irgendwie Kläffen gehört. Ich glaube, solange das noch nicht gefroren ist, dauert das nicht so lange. Jetzt habe ich das verdammte Kläffen gehört schon wieder. Und klar. Klar, 2% gewonnen. 4,4 Kilo. 1 Stunde 7 Minuten. Wir brauchen den Scheiß. Solange das nämlich noch nicht gefroren ist, geht das deutlich schneller. Lass unseren Zustand ruhig. Nehmen wir alles mit. Keine Gnade. Oh, das war jetzt nicht so klug. Es geht noch, es geht noch, es geht noch, es geht noch. Not sure I'm gonna make it. Doch, du wirst es überleben. Vertrau mir. Der Sound von der Waffe war schon krass laut, also. Aber ist wahrscheinlich auch realistisch im Gegensatz zu allen anderen Spielen. Wenn da die relative Lautstärke passen würde immer. Zweites Brecheisen ist bestimmt nicht verkehrt. Auch nicht verkehrt, können wir alles gebrauchen irgendwie. Und wenn wir es auseinanderrupfen, die Uhrzeit sagt und unser Zustand sagt, wir gehen mal zurück zu unserem Häuschen. Wärmen uns ein wenig auf. Flicken vielleicht doch ein bisschen unsere Klamotten.
Weil das Wetter ist gerade so ein bisschen gegen uns. Gott sei Dank ist es nicht allzu weit. Das Schöne ist ja auch bei den Wölfen, wenn die uns angreifen, die laufen halt straight auf uns zu. Wenn die jetzt noch Haken schlagen würden oder so ein Blödsinn, hätten wir es natürlich noch um einiges schwerer. Das ist ja bei den Rehen so, die laufen weg, die schlagen Haken. Das macht die ganze Sache natürlich deutlich schwieriger. Und sie sind viel unschuldiger als diese Wölfe. Aber mit dem Wolfsfleisch ist ja so eine Sache. Man sagt ja immer, dass das Fleisch von Fleischfressern öfter mit irgendwas befallen ist. Wie zum Beispiel, glaube ich, was war das, die Würmer zum Beispiel in, keine Ahnung, Fuchsfleisch oder was weiß ich was für ein Fleisch oder Wolfsfleisch halt oder keine Ahnung. Sowas halt überall. Wobei das von Pflanzen. Dieses Geräusch. Hallo? 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 Ah, ich will nach Hause. Wobei das Fleisch von Pflanzenfressern viel weniger schlimm ist. Hier muss unser Haus sein. Boah, Gott sei Dank. Sehr gut, 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 sehr gut. So, jetzt erstmal da rein. So, überlegen. Wir müssen uns aufwärmen. Das passiert jetzt gerade schon. Wir müssen was essen. Wir müssen aber auch Holz sammeln, weil wir natürlich noch ein Feuerchen machen müssen. Das machen wir mal. Drei Stücke reichen uns erstmal. Oh, was mit den Kalorien? Ich glaube, die sind dann ziemlich aufgebraucht. Oh, das sieht super aus. Das sieht richtig super aus. Egal. Komm, wir machen erstmal ein Feuer. Haben wir nicht noch Petroleum oder sowas? Können wir nichts da reinschmeißen? Oh, das geht viel zu langsam, Freunde. Das geht viel zu langsam. Das Gute ist, wenn man am Anfang halt irgendwas verwendet, um das Feuer halt schneller in Gang zu bekommen, dann ist man natürlich, hat man viel höheren Skill später und die Wahrscheinlichkeit, dass man, ich wusste es, dass man was verschwendet, ist natürlich nicht so hoch, so wie jetzt. Das Blöde ist, ich glaube, wir lernen da nicht mal was dabei. Habe ich mir schon mal drüber aufgeregt, glaube ich. Dass immer, wenn man halt Fehler macht, eigentlich genau dann draus lernt. Das heißt, weiß ich, wenn wir es schaffen, einen Punkt dazu, und wenn wir verkacken, halt wenigstens zwei Punkte lernen. Oder die Wahrscheinlichkeit steigt, weil das da irgendwie schon, weil da noch Blut ist oder was, ach, was weiß ich. Aber jetzt, das sieht gut aus. So, jetzt feuern wir da erstmal das Altholz mit rein wieder. Bis uns erstmal warm wird. Und dann garen wir uns erstmal eine Portion Fleisch. Und die ziehen wir uns sofort komplett rein. So, zurück. Aus Rüstung. Verschnabulieren. Es müsste jetzt ja sogar noch warm sein, ne? Durst haben wir auch. Das heißt, wir können nochmal so eine Soda uns reinzwirbeln. Das Zeug hat auch nur noch 50%, aber ist, glaube ich, haltbarer noch als das Fleisch. Wenn wir mal gucken, wie schnell das jetzt schon runtergegangen ist. So, wir müssen auf jeden Fall jetzt das ganze Fleisch garen. Und uns noch ein bisschen Wasser kredenzen. So, wohin geht denn die nächste Expedition? Beim Turm waren wir ja schon. Da haben wir die Knarre bekommen. Beim Aussichtsturm, wenn ich mich recht erinnere. Ja, ich erinnere mich recht. Auf jeden Fall. Diesen Moment werde ich so schnell nicht vergessen. Und dann, wir könnten unser Glück beim Staudamm mal versuchen. Weil bis jetzt, ja, ich weiß, du bist müde, aber das hilft ja nun mal nicht, ne? So. Hunger und Durst können wir wohl eben stillen. Ich weiß nicht, ob das auch Durst wegmacht.
Das sieht auch schon mal sehr, sehr gut aus. Jetzt haben wir immer noch Durst, aber dagegen können wir ja was tun. Haben wir noch ein bisschen Wasser da. Boah, wir sind noch mega überladen, weil unser Zustand so erbärmlich schlecht ist. Ich glaube, wir hauen uns erstmal ein Stündchen hin. Dann forgen wir oder zwei, dann forgen wir nochmal ein bisschen Holz. Mal gucken, ob das dann schon dunkel ist, oder? Jetzt noch 2 Stunden gemacht? Ich glaube ja, ne? Ist es schon dunkel? Ah, es geht noch gerade so. Holz sammeln. Altholz. Ja, das müsste gehen. Wir brauchen den Krams ja doch. Dann essen und trinken wir gleich noch was. Dann pennen wir bis zum Morgengrauen. Dann haben wir die Zeit, glaube ich, ganz gut überbrückt. Obwohl, wir haben immer noch Ausrüstung. Haben wir denn hier noch so? Das können wir eigentlich noch zerlegen. Zerlegen. Und dann können wir hier eigentlich noch reparieren machen. Wir wollen unsere Sachen ja pflegen, die wir haben, ne? Nicht wahr? So. Dann machen wir das auch noch mal eben mit den Schuhen, obwohl ich weiß gar nicht, ob ich da hinfinde. Hier finde ich das Bett nicht wieder, ich sehe gar nichts. Obwohl doch da sitzt der Typ irgendwie. Warte. Ah, ich sehe gar nichts. Na, ich finde das Bett nicht wieder. Da Bett. Ich glaube, wir schlafen dann doch lieber. Das war keine gute Idee. Das war keine gute Idee. So, wir essen nochmal irgendwas. Den können wir uns doch eigentlich noch komplett reinhauen. Wahnsinn. Da können wir was trinken. Das Gefühl, wir haben weniger. Wir haben den ganzen Wolf verdrückt, um. Na egal. Ich versuche mal nur bis 6,55. Vielleicht ist auch schon 5,56. Dann können wir in der Zeit mehr machen. Ich glaube, wir sollten echt keine Zeit vergeuden. Fragt sich nur, ob unser Zustand dann wieder auf 100 ist. Das könnte schon fast ein bisschen knapp sein. Ja, 75 nur. Aber es ist schon wieder einigermaßen hell. Also es ist schon ein Stück heller. Also ich möchte bitte den Zustand doch hochbekommen. Da ist mir das Risiko dann doch zu hoch. Das Schöne ist, wenn wir ihm irgendwie Vitamintabletten oder sowas geben können. Komm, dann hau dich halt noch 2 Stunden hin. Ist mir egal. Hauptsache, der Zustand ist oben. Das kann sonst nämlich ganz schnell ganz, ganz doof laufen. Auch wenn wir eine Knarre haben. Muss ja nicht unbedingt. Oh, ich weiß gar nicht, ob wir die Waffe nicht nachladen müssen nach dem letzten Schuss. Ich werde mal ganz kurz was ausprobieren. Wenn wir jetzt hier hingehen und sagen: Tragen. Ah, doch. Wir haben noch was drin. Alles gut. Was war jetzt der Zustand? Irgendwas mit 80, ne? Gefällt mir ehrlich gesagt immer noch nicht. Aber ich will auch keine Zeit mehr vergeuden. Unsere Sachen gehen kaputt. Unsere Nahrungsmittel gehen zur Neige. Das ist alles nicht so ideal. Schmeißen gleich unten mal das Holz weg und dann machen wir uns zum Damm auf. So, jetzt können Sie, ich hoffe, das Wetter ist jetzt gut. Ne? Das kann uns natürlich auch noch übelsten Strich durch die Rechnung machen. Das Wetter, das Gute. Beziehungsweise das nicht so Gute. Was sind Sie hier oben drin? Ich vergesse es immer. Altholz, sehr gut. Ach, da haben wir ja noch tonnenweise von. Alles. Hä, passt nicht rein. Okay. Umlagern. Dann kommt da drunter. Futter. Da ist auch noch, da können wir auch noch Altholz reinpacken. 1, 2 nehmen wir mit. Umlagern. So. Brecheisen. Das ist ja Werkzeug. Ich glaube, Werkzeug haben wir hier mehr oder weniger gelagert. Das packen wir mal da rein. Da packen wir hier auch rein. Haben wir noch irgendwie Fell? Für Fell haben wir doch. Wir haben noch 2 Sachen. 3 Sachen insgesamt aus dem Wolf rausgeholt. Jagdmesser, Jeans, Lammöl. Pop, 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 Schnürchen.
Brauchen wir die auch nicht. Gatter Wolf. Wolfspelz. Sehr gut. Wir können mal gucken. Vielleicht können wir an der Werkbank ja schon was machen. Was denn mit Wolfspelzmantel? 4 Wolfspelze. Krasse Scheiße. Okay. Gut. Da wissen wir halt, wenn die uns Werkzeuge. Ist ja die Frage, ob das überhaupt geht, ne? Was wir dazu brauchen an Werkzeug. Ist überhaupt das Richtige ist. Und das, wir können es nicht überall mitbauen. Brauchen wahrscheinlich unser nächstes Set. Also da sollten wir vielleicht auch noch mal eins von suchen. So, es ist früh am Tag. Uns geht's ganz gut. Wir haben die 2-Tage-Marke, die 2-Tages-Marke erreicht. Und wir machen uns jetzt mal zur anderen Seite auf zum Staudammchen. Wieso legt der immer die Knarre aus der Hand? Ich sehe da schon kommen. Wir kommen raus und werden weggeflext. Oh, ich glaube, ich habe auch was gefuttert. Bin, glaube ich, selber schuld. Ja, ist ja klar, wenn er was isst, dann legt er natürlich die Waffe weg. Wäre natürlich noch lustiger, wenn er die Waffe also richtig weglegt. Und wir diese quasi explizit wieder aufnehmen müssen, beziehungsweise erst die Waffe in die Tasche stecken müssten, um dann was zu essen. Wenn wir das halt nicht tun, schmeißt er die Waffe auf den Boden. Das wäre der Tod für mich. Das wäre echt der Tod. Weil dann würde ich nämlich alles überliegen lassen. So verpeilt, wie ich bin. Und ich würde mich definitiv nicht daran erinnern, wo ich es habe liegen lassen. So viel ist sicher. So. Riesel, Riesel. Leise der Schnee. Ist das getriggert, dass hier immer ein Wolfsgejaule ist, oder? Alles, was nicht offen ist, wo so ein Kackwolf um die Ecke springen kann, finde ich immer noch echt gefährlich. Weil ich weiß nicht, wie schnell ich reagieren kann. Weil wir kaum Munition haben, ich auf jeden Fall überhaupt gar nichts verschwenden möchte. Und vor allen Dingen nicht irgendwo vorbeischießen möchte. Wenn wir überlegen, wie wenig Schuss wir haben und wie viele Wölfe wir schon gesehen haben in dem Spiel. Das passt alles vorne und hinten nicht. Also wenn wir Pech haben, sind 2 Stück noch auf dem Weg oder 3 Stück auf dem Weg bis zum Damm und also da noch einer drin, das sind dann 4. Aber dann hätten wir genug für den Mantel. Wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich laufe hier mal ein bisschen zickzack, nicht, dass ich hier so ein kleiner. Ich wusste es nicht, ich wusste es. Komm. Komm, mein Freund. Komm her.